Schade. Müssen wir eben dann Silos voll machen. Ich denke, unter 0,8 würde ich nicht gehen. Oder 0,7 noch. Ich weiß es nicht. So, der Wünscher-Gutengänger findet auch nichts mehr. So, noch zwei Pferde. So, jetzt ist es. Oh, der Preis sinkt. Also, ich tue nicht mehr verkaufen. Da tun wir jetzt alles erstmal ins Silo. Ich hoffe, der Preis steigt nochmal vorher. Ja, das Silo reicht ganz schön lange. Geht aber auch lange, langsam vorwärts. Ich hoffe, später wird es besser. So, komm schon. Der Preis steigt auch nicht. Ich verstehe es nicht. Und der Wünscher-Rutengänger findet auch nichts mehr. Schade. Aber ich schätze, 1178 ist auch nicht schlecht. Für den Anfang. Oh, der letzte Monat. Und der Preis sinkt weiterhin. Na gut, kann man nichts machen. Da müssen wir eben verkaufen. So. Gut. Verkauft alle. Hey, was macht denn das? Das wandert irgendwie von einer Ölstelle zur anderen. So, langsam steigt der Preis wieder, aber naja, das ist eben der letzte Monat und da. Aber vielleicht erreiche ich noch die oder so die 2000 vielleicht. Das wäre ja nicht schlecht. 2000 wären wirklich nicht schlecht. So, jetzt steigt der Preis wieder sehr stark an. Das ist sehr gut. So, aber oh, bis zum 31. noch 10 Tage. 9 Tage. Ob wir da noch bis über 1 kommen? Also, wenn die sich beeilen, dann könnten wir sogar noch bis 3000 kommen. Da müssen die sich bloß mal dazu halten. Oh. Ah, jetzt wird schon aufgebuddelt. So, komm, komm. Liefert noch ab. Wow, hier war noch eine ganz große Stelle. Was war das? Ja, und wir haben über 3000. Ja, 3200. Alter. Ja, nicht schlecht, die Einnahmen. Also wirklich nicht schlecht. Wow, die haben alle Minus gemacht. Das ist wirklich gut. Mein Name ist Fred Mette. Versuchst du, deinen Ölförderungsbetrieb effizienter zu machen? Schau in meiner Fabrik vorbei, um deine Ausrüstung aufzurüsten. Okay. Die Preise von den Rohren gibt es da. Timer. Verzweigung. Ich nehme mal die Preise. Die ist gut und billig. So, was gibt's hier? Ach so. Gut. Dann gehe ich mal zur Landauktion. Willkommen bei der Auktion. Bist du bereit, um mit dem Bieten anzufangen? Ja, natürlich. So, wähle deine Landparzellen aus. Die Zahlen auf der Parzelle geben an, wie viel Öl sie haben. Okay. Welche Zahlen? Die hier sind bereits abgebaut. Welche nehme ich? Am Wasser. Ich nehme am Wasser. Das ist immer gut. So. Ja, wir haben jeder unser Platz gefunden. Gut, dann müssen wir jetzt hier lang. Und ab jetzt bis zum 30. Juni. Oh. Das ist gut. So, da fangen wir gleich mal an. Ach, jetzt gibt es sogar einen zweiten Verkaufsstand. So, zwei Wünschel-Rutengänger. Und dann warte ich schon mal hier. Na?
Also zurzeit ist hier das linke gut, aber das sinkt schon wieder. Nicht steigt, sondern sinkt. So, und könnt ihr euch bitte jetzt mal beeilen? Oh ja. Das ist sehr gut. So, bis hier runter. Das wird wohl reichen. Um die Kapazität der klicke drauf, okay. Also wir können draufklicken und da da wird das Rohr dicker. So, und zack. Und so. Da hole ich mal Pferde. Jetzt ist aber hier recht billiger. Oh, ich grab vorbei. So muss ich eben nochmal so Geld verschwenden und umkehren. Okay, so. Können die bitte noch was verkaufen? Ah ja, gut. Jetzt kann ich mir das vierte leisten. So, und der Preis müsste mal wieder steigen. Sonst habe ich ein Problem. Und zwar ein richtiges. Neue Pferde könnte ich mir leisten. Aber ich spare mal auf ein Silo, denn die Preise, ja, die sind etwas blöd. So. Da gehe ich mal zurück und hier machen die erstmal Silo voll. Also die Preise sind aber zurzeit auch niedrig, die steigen auch nicht. Finde ich etwas schade. Ich brauche nämlich hohe Preise. Oh je, das sieht fast aus, als wäre es nicht so ein guter Monat. Kann natürlich auch sein, dass Ende des Monats dann wieder die Preise drastisch steigen. Oh, hier sinkt es noch weiter und hier. Ja, hier steigt es wieder langsam, aber der ist auch. Nee. Der Preis ist so niedrig, da brauchen wir nicht anfangen. So, das Silo ist halb voll. Halb voll geht ja mal noch. So. Jetzt ist er schon bei 053. So, 0, 065 fast. So, da ist es auch bald voll. Da müsste ich hier mal dann zu der Linken gehen. Aber erst bei 1,8, denke ich. Ja, klar, 1,8, das wären gute Preise. Nee. 08. So, jetzt kann ich hingehen. Denn das sind wunderbare Preise. 09. Kommt, verkauft alles. Alles schnell. Und da kaufe ich mir einen Wünschel-Rudengänger noch. Zack. Und ein Pferd. Und noch ein Pferd. Und das war's erstmal. So, der soll. Warum steht er an der gleichen Stelle, wie schon ein Bohrturm ist? So, soll ich jetzt noch mehr kaufen oder sparen? Das ist jetzt die Frage. Wenn es dann wieder so schlecht aussieht wie das letzte Mal, wäre es ja blöd. Ach, hier hat er was gefunden. Sehr schön. Da graben wir hier mal runter. Das ist ja gut, wenn er was gefunden hat. So, komm schon. Ja. Oh, das war knapp. So, das Rohr rüste ich mal auf. Nur so aus Spaß und Test. Zack. Hole ich mir gleich noch einen Wünschelrutengänger. Dann soll ich mir. Ach komm, ich hole noch mal zwei Pferde. So, aus Spaß. Und der Preis hier ist noch konstant, aber jetzt sinkt er schon wieder. Aber ich schätze, es wird vielleicht besser wie letzten Monat hier. Wow, noch ein. Da tue ich gleich mal hier das Rohr verlängern. Schade, dass ich noch nicht die Zeit vorspulen kann. So. Hier müsste doch dann jetzt was sein, ne? Noch weiter runter. Aber nicht so weit, weil die können ja noch nicht so weit unten was erkennen, glaube ich. Oh. So, jetzt müssen wir nach rechts. Da sind die Preise sehr gut. So, bis wann hatte ich denn? Bis. Oh je.
Naja, da verbessere ich mal noch die Rohre hier.